Nicht nur bei uns, glauben Sie, in allen Medienbereichen wird unglaublich manipuliert. Es gibt so viele Menschen, die ein Interesse daran haben, dass die letztendliche Wahrheit den Menschen nicht bewusst wird. Und deswegen ist man auch jetzt dran, nachdem ACTA, SOPA und andere Versuche, das Internet zu kontrollieren, auf diese Art misslungen sind. Jetzt probiert man es über den Datenschutz. Und zwar, ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wenn ich in Zukunft zum Beispiel in irgendeinem Bericht einen Politiker oder irgendjemand benennen möchte, der etwas gemacht hat, muss ich vorher um dessen Einverständnis bitten. Man muss sich das mal vorstellen. Und das sind die Dinge, die hinter unserem Rücken im Moment in Parlamenten verhandelt werden, dass dem Journalisten und den Bürgern komplett der Mund verboten wird, in keinem Blog, in keinem Video, nirgends mehr dürfte über solche Dinge berichtet werden, wenn nicht der entsprechend genannte damit einverstanden ist. Also man muss sich das vorstellen, ein Unternehmen XY macht eine Riesenschweinerei mit gefährlichem Müll. Jetzt dürfen Sie als Journalist oder als Bürger, gleich wie Sie das sehen, nicht mehr hingehen und dürfen das anprangern, weil der hat ja nicht zugestimmt. In diesem neuen Thema, dass im Moment gerade dadurch die EU geistert und wie gesagt auch vor den Türen der Schweiz nicht Halt machen wird. Denn eins muss Ihnen ganz klar sein, liebe Zuschauer, die Menschen, die Macht in Händen halten, wollen sie um alle Macht der Welt behalten, weil wenn ich die Macht habe, wenn ich kein Mensch bin, der innere Persönlichkeit hat und der weiß, was er wirklich ist, dann muss ich mich an äußerlichen Dingen festklammern. Ich muss mich feiern lassen, ich muss jeden Tag mir anhören können, wie toll ich bin. Und alle kuschen natürlich vor mir und haben Respekt. Und Respekt wird dann verwechselt durch sogenannte, Entschuldigung, wenn ich diese Worte so gebrauche, aber so ist es, Arschkriecherei. Das heißt, die Menschen, die auf der Karriereleiter in diesen ganzen Verwaltungen und in diesen ganzen Konzernstrukturen nach oben wollen, die müssen eins können, nach unten treten und nach oben kriechen. Das war schon immer so. Deswegen fühle ich mich in solchen Strukturen nicht wohl, weil das einfach nicht mein Thema ist. Weil für mich heißt es, mit den Menschen zu kooperieren, zusammenzuarbeiten. Together heißt das Zauberwort der Zukunft. Und to share, teilen und zusammenhelfen. Nur das wird die Lösung sein, wo wir letztendlich das überleben werden, was die sogenannten Großkonzerne und Herren der Welt uns seit Jahren hier vormachen und uns seit Jahren zeigen, dass das für uns gut wäre. Wir sehen mit jedem Tag, wie es schlimmer wird auf der Welt, immer mehr Menschen fangen sich an, über Dinge zu echauffieren. Ich bleibe mal bei dem Beispiel Chemtrails. Noch heute geben Regierungen Aussagen heraus oder Luftkontrolleure. Ich habe da noch einen tollen Artikel, den ich einstellen werde nächste Woche, wo man von Skyguide einfach behauptet, die Flugzeuge gibt es gar nicht. Wobei es Videodokumentationen gibt mit Uhrzeit, mit allem, dass das Flugzeug dort flog. Und es wird einfach behauptet, das Flugzeug gibt es nicht. Also ich meine, wenn solche Dinge kommen, wem sollen wir denn noch glauben? Glaubt denn irgendjemand noch, dass dieses Thema Medien oder dieses Thema öffentliche Aussagen von Behörden oder sowas, dass das noch wirklich jemanden interessiert und dass da wirklich noch Menschen es gibt, die das glauben? Ah, ich höre Sie schon von zu Hause. Natürlich sagen Sie, gibt es Menschen, die das glauben. Das sind auch die, die dann brav genau den Obrigen hinterherrennen und gar nicht merken, dass sie zu deren Vasallen erzogen werden. Denn es ist nicht unsere Aufgabe in unserem Leben, Vasall zu sein. Denn der Tag wird kommen, wo man, egal wie das aussieht, ob man vor seinem eigenen Spiegel steht, vor dem höchsten Gericht, vor der Schöpfung, vor was auch immer. Und dann wird eine Aussage garantiert nicht zählen. Ja, das hat man mir angeordnet, ja, das hat der andere gesagt, ja, ich musste doch meinem Eid Folge leisten. Der einzigste Eid, dem du Folge leisten müsst, der sitzt hier drin. Und der heißt Herz und Herzensgüte und Gewissen. Und wenn das nicht der Punkt ist, nach dem du dich ausrichten kannst, Mensch, nach was dann? Soll wieder einer kommen, der uns alles sagt, wo es lang geht? Wahrscheinlich hat man vieles nicht gelernt in der vergangenen Zeit. Es gab ja ein paar in der Geschichte, ob die Hitler, Cäsar, Stalin, Napoleon, oder einer der chinesischen Kaiser, die haben allen ihren Leuten gesagt, wo es lang ging. Und wisst ihr, wo es immer lang ging?
Es ging immer in die gleiche Richtung. Am Schluss stand immer Tod und Verderben, egal wo man das betrachtet hat, weil diese, ich nenne sie Despoten, einfach eins tun, sie haben kein Interesse am Volk. Und das muss man einfach mal sehen, egal in welch schönen Institutionen und unter welch schönen Namen sie sich auch immer tarnen. Denn es geht doch darum, wenn jemand wirklich sagt, es geht mir um Demokratie und ich will Demokratie leben, dann heißt das auch Demokratie. Und dann ist es wurscht, was ein Konzern will oder irgendein anderer Staat. Dann sind zwei Dinge Voraussetzung. Erstens Ehrlichkeit, dass ich dem Volk sage, pass auf Volk, wir können da nicht raus. Wenn wir da rausgehen, hat es für uns den und den Nachteil. Und zwar das öffentlich mal zu sagen. Haben Sie schon mal von einer Regierung, egal Deutschland, Österreich, Schweiz, egal wo ich hinschaue, gehört, dass die sagen, oh Volk, wir werden da von einer anderen Macht unter Druck gesetzt. Wenn wir diesem Druck widerstehen wollen, dann passiert A, B, C, D, E. Die können das, weil sie die Macht haben. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wenn die Schweiz, Österreich, Deutschland, wie es auch immer heißt, nicht pariert, dann trennen uns die Amerikaner vom internationalen Zahlungsverkehr. Das ist im Moment im Iran sein größtes Problem. Nicht, dass die kein Geld haben. Da lache ich mich tot. Nein, die werden sogar durch die Maßnahmen, die man ihnen aufbürdet, weil sie anscheinend die Bösen sind, immer mehr autark. Und jetzt ist man hingegangen und hat zu denen gesagt, okay, wir nehmen euch aus dem SWIFT-System. Jetzt denkt jeder zu Hause, was SWIFT-System, was soll das sein? Ein Staat muss international agieren können. Und da gibt es das sogenannte SWIFT-System. Und da haben auch unsere ganzen Wichtigen nicht aufgepasst, denn mit diesem System sind wir den Amerikanern komplett unterworfen, weil die beherrschen dieses System. Und wenn die sagen, Schweiz raus, Deutschland raus, Österreich raus, Frankreich raus, wer auch immer raus, dann stehen wir plötzlich da und können nur noch die Nase uns platt drücken an der Scheibe des internationalen Geldverkehrs. Wissen Sie warum? Ohne diesen SWIFT-Code kann niemand mehr auch nur einen Franken von der Schweiz woanders hin überweisen. Und jetzt überlegen Sie sich mal, und jetzt will mir irgendeiner noch irgendwas sagen, was in einem Land wie der Schweiz oder in einem anderen umgesetzt werden kann, ohne dass die Amerikaner das abnicken? Wie soll das denn gehen? Schauen Sie sich doch andere Bereiche an. Schauen Sie sich doch Bereiche an. Schauen Sie sich die FIFA an. Ist genau so eine Geschichte. Wenn ich mir da die Dinge genau anschaue, und ich habe witzige Berichte gelesen, der Luke Birkin, und das empfehle ich Ihnen auch, kaufen Sie sich mal das neue Mysteries und lesen Sie nur die Einleitung, das Editorial, da lachen Sie sich tot. Da wird bei der Vergabe von diesen Spielorten die gleichen Auslosungsszenen gezeigt wie bei der Probeauslosung vor der eigentlichen Auslosung. Und dort werden genau diese Staaten gezogen. Und dann muss ich auch sagen, bin ich jetzt ein Blödmann oder was läuft da? Was wird da gemacht? Das sind alles Menschen, die werden gefeiert, die werden immer zu tollen Anlässen eingeladen. Dann sehen wir sie immer lächelnd mit ihren Champagnergläschen, Apero, oh, und der Herr Direktor von da und der Herr Direktor von da ist auch da und der CEO von hier und der Politiker von da. Wissen Sie was? Will ich nicht mal hingehen, weil ich mit solchen Menschen nicht mal auf einem Foto gesehen werden will. Es gibt ganz andere Projekte, wo ich hingehe. Friedensprojekte bin ich eingeladen, jetzt auf die Philippinen in ganz gar nicht allzu langer Zeit. Mit Leuten von der UN stehen wir in Kontakt, wo es darum geht, Botschaften zu übermitteln, die kein Mainstream-Sender übermitteln will, weil es die Wahrheit wäre. Sie haben es eben hier gesehen am Beispiel von Syrien, vom Iran. Da könnte ich hunderte Beispiele Ihnen noch bringen. Da könnten wir 20 Folgen von Sendungen füllen, wo überall gelogen und manipuliert wird, was uns ständig erzählt wird. Nehmen wir doch unsere Nahrungsmittel. Wer steht denn einmal hin und sagt genau, was dieser ganze Müll in den Nahrungsmitteln mit uns macht? Niemand, denn er manipuliert uns. Und je mehr Fluoride und Chlor und Aluminium und Barium Sie in Ihrem Hirn haben, desto dumpfer werden Sie. Dann sitzen Sie irgendwann nur noch da und dann fällt mir immer wieder der Witz ein, wo die drei in einer Diskothek verhaftet werden. Der eine hatte Koks bei sich, der andere hatte LSD bei sich und der dritte hatte ein Marihuana-Joint bei sich. Und dann hat man die in die Gefängniszelle gesperrt und dann sagte der auf Koks war, in der Zelle rannte der rum wie ein Verrückter und ich muss raus hier. Der diesen Trip LSD geworfen hatte, stand da am Gitterfenster, schaute hinaus und sagt, setz dich auf meine Schultern, wir fliegen hinaus. Und der sich einen Joint geraucht hatte, lag hinten in der Ecke und sagt, boah, können wir das nicht morgen machen. Also daran zeigt sich am Beispiel dieses Jokes,
Können wir das nicht morgen machen? Nein, wir können es nicht morgen machen, liebe Zuschauer. Und wenn wir nicht anfangen, das mal heute zu machen und in unserer eigenen Familie anzufangen und wirklich mal demokratische Verhältnisse zu leben und Kindern nicht ständig zu sagen, was sie alles nicht können und nicht dürfen und denen mal mehr Freiraum zugestehen und nicht meinen, wir hätten die Aufgabe, sie zu Staatsbürgern zu erziehen. Das ist eine Frechheit, das ist eine Manipulation ihres Kindes. Die Aufgabe, die wir haben, ist, sie zu tollen, kreativen, wachen und zufriedenen Menschen zu erziehen, indem wir ihnen beibringen, was Gesundheit ist, ihnen zeigen, was die Natur ist, ihnen zeigen, was in unserer Gesellschaft, wo 7 Milliarden auf der Welt leben, was da passieren muss. Aber wir können natürlich auch hingehen und können unsere Jugendlichen in einer Verblödungszeremonie drin lassen und können ihnen zum Beispiel nach wie vor die gleichen Dinge zeigen, die uns überall gezeigt werden. Und jetzt zeige ich Ihnen noch das. Massenmedien haben in den letzten Jahren massiv an Zustimmung bei ihren Lesern verloren. Das schreibt das Online-Portal Schweiz Magazin. Aufgrund ihrer manipulativen und oftmals einseitigen Art der Berichterstattung hätten die großen Verlagshäuser ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt, heißt es. Für die Medien Deutschlands beginne eine neue Zeitrechnung. Den Menschen werde immer mehr bewusst, dass die von den Massenmedien propagierte öffentliche Meinung fast ausschließlich der einer Minderheit gleichkomme und durch die Bürger zunehmend als volksfremd empfunden werde. Mittlerweile würden fast sämtliche Artikel durch die Leser in den Foren verrissen, sofern man sich noch traue, Kommentare zuzulassen. Dies unterbleibe aber immer häufiger bei brisanten Themen. Neben der neuen Demokultur sei dies wohl die einschneidendste Veränderung im sich immer weiter emanzipierenden Volk der Deutschen, so das Nachrichtenportal. Das war genau der Punkt. Warum gehen mittlerweile Zeitungen pleite? Klimagate, warum wissenschaftliche wie vor allem auch schon halt. Warum wenden sich immer mehr Menschen ab? Warum tun immer mehr Menschen ihre Zeitungsabos kündigen? Und die es nicht tun, die merken es wahrscheinlich noch nicht, weil sie im Gewohnheitstrott sind. Und das ist auch sowas, unsere Gewohnheiten. Glauben Sie wirklich, dass irgendwann, wenn Sie vor Ihrem Schöpfer stehen, der sagt, ach so, das war deine Gewohnheit, oh, da macht's ja nichts. Oder glauben Sie wirklich, wenn Sie vor dem Spiegel stehen und reingucken und Sie sind mal 60, 70 oder 80 Jahre alt, dass Sie dann sagen können, ja mei, habe ich halt 40 Jahre lang Mist gemacht, das war meine Gewohnheit. Oder ja, das hat der Karl immer gesagt und der Urli, die haben immer gesagt, du musst das so machen. Glauben Sie wirklich, dass das für Sie das ist, was als Seele, was als das, was in Ihnen wohnt, genau diesen Weg, der soll's dann gehen? Der sollen Sie dann sein, einer, der sich ständig duckt, der sich ständig weigert, sich selber zu informieren und der ständig zurücktritt und die anderen für sich entscheiden lässt? Dazu sind Sie nicht als Mensch auf diesen Planeten gekommen. Als Mensch sind Sie gekommen, um Ihre eigene Meinung zu haben und die möglichst vielfältig zu überprüfen und ständig zu schauen, egal wo ich gehe und stehe. Wenn mir heute einer was sagt oder will mich von was überzeugen und das womöglich noch mit Nachdruck, wissen Sie, was ich dann mache? Dann fange ich besonders an, genau zu hinterfragen, um was es hier geht. Und das tue ich überall. Und das ist ganz wichtig, dass man das tut, weil Freiheit ist was, das kann man nur erleben. Das ist was, was in einem drin sitzt. Und das bedingt auch gleichzeitig den Respekt der anderen gegenüber. Da brauche ich kein Gesetz, dass ich keinem anderen einen Knüppel auf den Kopf hauen kann. Da brauche ich auch kein Gesetz, dass ich keinem anderen irgendwas aus seiner Garage, aus seiner Hosentasche oder aus seinem Geschäft wegnehme, was mir nicht gehört. Das sind alles Dinge, die sollten eigentlich schon zu Hause unsere Eltern uns beibringen. Und da sind sie gefordert. Aber halt, wir brauchen ja die Eltern heute zum Arbeiten und dann können wir sie natürlich nicht mehr auf die Kinder loslassen. Das wäre ja fatal. Aber liebe Zuschauer, es gibt auch immer wieder ganz tolle Geschichten. Eine dieser tollen Geschichten sehen Sie jetzt im Anschluss. Mein lieber Freund und ein wirklich toller Mensch, den ich da kennengelernt habe, der Heino Fankhauser, beginnt heute mit seiner Premiere-Sendung auf Schweiz 5, direkt nach timetodo.ch. Zwei interessante Gäste, die auch das Thema Heilung und Gesundheit sich vorgenommen haben. Und der Heino hat
als erstes eine ganz, ganz tolle Sendung gemacht. Ich habe sie heute Mittag schon ganz kurz gesehen. Und bleiben Sie dran nach der kurzen folgenden Werbung und schauen Sie sich die Premiere an von Sine 2012 mit Heino Fankhauser und zwei Gästen.